よければチャンネル登録もよろしくでごわす。Hallo Kaski und willkommen zurück zu Pine Mill Drive. Das letzte Mal habe ich Tag 12 überstanden, konnte schnell den Event finden. Dann Tag 13 war das. Jetzt bin ich gerade momentan noch in Tag 14. Am Anfang hatte ich ein Knurren gehört, bis ich irgendwann den Tipp bekam mit... Sag schon... mit dem Hund, dass er draußen gehört wurde. Ich habe jetzt mal nach die Lösung geschaut, nachdem ich ja lange nichts gefunden habe, wo es weitergeht und ja. Wie ich mir schon ein bisschen gedacht hatte, ist es dort, also den einen Weg, der auch nach draußen führt, also Richtung Vogelscheuche, ist von das Video, was ich gesehen habe, das Event passiert. Und davor lag auch ein Schlüssel. Doch. Wie wir hier sehen, sehen wir nichts. Das heißt, das ist ein Fehler. Also ein kleiner Bug. Denn, vor dem Haupteingang sieht man nichts. Also ist kein Schlüssel. Deswegen muss ich wahrscheinlich Tag 14 neu starten. Ich werde hier nochmal gucken. Wenn nicht, dann... Wo kommt der denn jetzt her? Der war doch von... doch die ganze Zeit gar nichts. Das muss ein kleiner Bug gewesen sein. Oder der ist erst gespawnt. Also wo man zuerst den Hund entdeckt, quasi beim Eingang und Ausgang. Dann spawnt dort der Schlüssel, aber anscheinend muss ich trotzdem die andere Tür triggern. Übrigens im Video habe ich gesehen, dass es ein Dobermann war. Nee, ich glaube, hier war alles offen, war. Der war offen. Der ist offen. Der ist offen. Der ist offen. Das ist sowas von lächerlich eigentlich. Achso, ich bin hier. Ich frage mich immer noch, warum die ganzen Lebensmittel nicht verschimmelt sind. Wenn er hier angeblich 10 Jahre keiner mehr war. Hä? Da ist der Brief. Linda und ich wollten uns den alten Friedhof ansehen, aber das Tor dorthin ist fest verschlossen. Das kann nur ein schlechter Omen sein. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Das war ja noch nie da, diese... Meiner ist immer noch ein Vampir. Gut, jetzt bin ich gespannt, wo das nächste Event stattfindet. Ich soll nochmal aufhängen zu bleiben. Gut, wir hatten schon eine Ratte, wir hatten eine Katze, beziehungsweise zwei oder dreimal. Einen Hund hatten wir jetzt. Die Geistererscheinung mehrmals.
Was erwartet mich noch? Die Clownspuppe, die Vogelscheuche. Wobei ich eigentlich die Vogelscheuche viel gruseliger finde als die Clownpuppe. Ich meine, die Vogelscheuche guckt ja ziemlich grimmig. Grimmig, nicht grimmig. Kann ich hier wieder spielen? Eine Nase kitzelt. Was war das denn? Das hat gerade geleckt. Ja, stimmt, ich war hier drinnen zum Schluss. Der war ja auch offen, oder? Ja, genau, der ist von der vorletzten Nacht. Na los, der nächste Event muss doch irgendwo hier sein. Nee, das war ja hier mit drei Türen. Oder? Oder war es doch unten, wo eine verschlossen war? Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob die offen ist, aber... Ich möchte trotzdem mal nachschauen. Ja, die ist noch zu. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Tür die letzte Tür sein wird. Denn ich habe vielleicht eine Befürchtung, und zwar, dass Linda vielleicht tot ist. Weil sie ja 10 Jahre verschwunden ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie die Geistererscheinung ist, denke ich. Es ist nur eine Vermutung. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht ihre Leiche finden werden oder vielleicht eine Leiche. Na komm, jetzt sag mir, wo das nächste Event stattfindet. Ernsthaft? Wieder die Katze zum dritten Mal? Zum dritten Mal die beschissene Katze? Die hat mich zwar diesmal nicht erschrocken, aber... Okay, zum zweiten Mal nicht, aber dennoch. Das ist doch jetzt ein bisschen albern.
Seitdem die oder so zweimal aufgetaucht ist, recherchiert jederzeit mit dir, deswegen jetzt auch gerade eben. Also musste hier vielleicht der nächste Event stattfinden. Wenn hier die Katze ist. Oder versucht einen Schrecken einzujagen. Irgendwas bewegt sich hier im Haus. Bitte was? Das ist ja ein toller Typ. Ah, die Schritte. Eigentlich wird er mal davon aufmerksam. Aber es wäre auch mal schön. Streichhölzer. Ich habe eine große Vermutung. Und zwar die Clownpuppe. Ich weiß, ich nehme jetzt einen längeren Weg. Wenn die Clownpuppe nicht da ist, dann wissen wir Bescheid. Saß diese Clownpuppe nicht vorhin noch auf ihrem Hocker? Ja. Meine Vermutung war richtig. Ja, hallo? Keiner da? Gut. Oh nee, nicht noch mehr Räume, oder? Wo bin ich denn jetzt? Ah, hier bin ich. Was war das denn gerade? War es jetzt Dings? Klingeling. Linda dachte, sie hätte gestern Nacht seltsame Lichter von draußen gesehen. Ich glaube, es war nur der Leuchtturm von der Küste. Das glaube ich auch. Ja, also, Trophäe halten. Überlebe 15 Tage. Ich bin gespannt, ob die Clownpuppe wieder da ist oder ob sie jetzt komplett verschwunden ist. Wenn sie nicht mehr da ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwann ein Jumpscare mit dir passiert. Aber ich habe jetzt Tag 15 und Tag 14 abgeschlossen. Ich werde auch jetzt hier die Aufnahme beenden. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt.
Ja, das war diesmal ein bisschen spannender. Also man merkt immer, das wird immer spannender und spannender. Aber gruselig war es noch nicht so wirklich. Es gab Momente, wo ich mich wirklich erschrocken habe, aber so richtig, wo ich mich gegruselt habe, nicht. Aber naja, vielleicht kriegt das mich noch dran. Ja, ich würde mich auf ein Like und ein Abo freuen, damit ihr mich ein bisschen unterstützt. Ist aber keine Pflicht, wäre aber trotzdem schön. Ansonsten deabonniert die anderen und abonniert dafür mich, dann bei mir ist alles frisch. Ansonsten tschüss, Koski, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!